Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Red Dead Redemption. Ich bin jetzt direkt zu diesem lustigen Ort hier geritten, um ihn zu retten. Das war ja der angegriffen wurde. Der andere Ort ist übrigens verloren, falls wem das interessiert. Da war ich viel zu langsam und habe ich mich nicht drum gekümmert und das war das Problem. Und der Ort ist jetzt auch tot, den ich nicht gerettet habe. Was ziemlich doof, wie doof man ist. Na, alles fit? So. Pau. Dich mag ich nicht. Dich auch nicht. Hält dich nicht. Auch nicht. Liegen bleiben! Liegen bleiben! Liegen bleiben! In Ruhe nachladen? Ah ne, doch nicht. Bin jetzt mal tot. Lapp. Lapp. Alter, lebt er immer noch. Geht mir nicht auf den Geist hier. Sommerschlussverkauf, Kinder. Ey, ohne Witz jetzt. Geht mal weg hier. Alpha Püppchen nochmal. Der lange Arm von Marston. Cool. Da ist wieder eine Truhe, die ich plündern kann. Die ich plündern kann. Hopp. Hopp. Truhe. So. So, so, so. Das hätten wir alles. Soweit. Nur hier können wir immer noch nichts machen. Wann wäre es El Presidio? Was muss ich da? Was ist denn hiermit? Sind die Orte sicher? Muss ich die auch noch retten? Kann mir das mal jemand sorgen? Ich will nach Las Hermanas. Warum nicht? Zum Zielort reisen. Da ist es. Der Ort hier ist wieder sicher. Das hätten wir geschafft. Dann ist es so gut wie alles sicher. Ich weiß nicht, was ich noch alles großartig tun muss. Und damit die Frau hier denkt, oh, Alter, ich weiß, was ich tun muss. Ne? Das muss sie mir mal sagen. Wir gehen nochmal speichern, um es Tag zu machen. Lupsi, dupsi, dupsi, ich nur wieder Art, wenn ich hier finde ich falsch. Ja, war auch so ein Problem, das Bett zu finden. Ich glaube, das war über mir. Wenn ich mich nicht täusche. Habe ich überhaupt das Bett gesucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will es Tag machen, dafür muss ich speichern. Und um speichern zu können, muss ich ans Bett. Geht doch. So, meiner geht heier machen. Also Tag. Ah, können wir auch nochmal speichern, dass wir das hier so gerettet haben, so voll cool konkret. Speichern. Die will immer noch nicht mit mir reden, was? Und derzeit wird wieder irgendwas von Untoten angegriffen, na toll. Welcher Ort wird von Untoten angegriffen? Doch nicht. Dann renne ich ja nicht ganz hin jetzt. Was ist denn mit der alten Tante hier? Will die nicht mehr mit mir reden? Genau, verletze ich erstmal. Finde ich jetzt eh nicht, oder was? Ah! Heilig! Nein? Gut, dann gehen wir halt jetzt dort hoch und retten diesen blöden Ort. Ja, oder nein. Wie wär's, wenn ich mal dahin irgendwie gehe? Soll ich da hin? Jupp, mach ich.
Ich glaube, da gibt es auch noch Orte, die ich vielleicht noch nicht entdeckt habe. In Mexiko. Obwohl die Tante möchte, dass ich da vielleicht mal vorbei gucke. So, oh mein Gott, was ist denn da so los? Mäßig. Hoffen wir, ist sie bald soweit und sagt, oh, mit dir möchte ich mal reden. Ich bin gereinigt. Ich bin jetzt richtig voll cool drauf, sagt sie dann. Und darauf warte ich, dass sie das mal sagt. Das wäre mal was. Oh, ich springe wie ein Panda. Was? Pandas springen nicht. Oder? Können Pandas springen? Ja, ne? Ja, ja. Wir müssen ja auch am Bambus kommen. Egal. Ignoriert, was der dicke Junge hier erzählt. Pferdchen! Oh! Mein Bambusstock. Ja, nix ist so gut wie mein Bambusstock. Wir folgen den Schienen. Denn das ist einfach schneller. Los Schienen. Hopp. Mein Pferd ist so blöde. Das möchte immer hier hoch. Aber ich möchte da nicht hoch. Das ist das Problem. Das Pferd will da hoch, ich nicht. Pferdchen, du musst da hoch. Super. Ich hätte auch hier hinreisen können, ne? Verdammt. Egal, dann reiten wir einfach in die Richtung. Immer weiter geradeaus. La la la. Okay, nein, jetzt kein Star Wars hier summen. Wir sind doch keine Nerds, ey. Wir summen doch kein Star Wars. Boah, ey, Star Wars, ey. Los, das schaffst du. Oh, ein Bahnübergang für Arme. Schön. Ah, unbesuchte Orte wurden aktualisiert. Dann gehen wir mal dahin. Nö, wir gehen ganz erstmal dahin. Haben auch genug Zeit, da noch mehr aktualisierte Orte und zu aktualisieren. Was? Unaktualisierte Orte zu aktualisieren. So. Das heißt, jetzt macht man erstmal ein paar laue Reiten gefasst in die irgendwas Wildnis, um da hinzukommen. Ist auch so spannend. Voller Freude sind wir dabei. Lups. La 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 la. Oh, das ist so spannend. Das Reiten macht mir am meisten an dem Spiel Spaß. Einfach reiten. Und so viel reiten. Bitte Hilfe! Jetzt nicht, ich muss reiten! Ich musste reiten in ihre Richtung. Sterb! Ich habe keine Zeit. Ich muss in diese Richtung reiten. Das ist wichtig. Das ist der Wahrheit. Ja. Wir reiten mal dort lang. Sieht aus wie da oben wie eine Stadt. Eine Stadt. Oh mein Gott. Eine Stadt. Okay. Ich hör auf. Hallo Stadt. Hier gibt's ja auch Überlebende. Hey, bitte. Ich möchte mal eben hier durch. Oh Gott, ist hier wieder viel los. Ja, war mir klar, dass du gleich hier ankommst, du Potsau, und mich umrammst. Au. Zum Kotzen. Ich bin immer dafür Ghostbusters Musik während des Kampfes. Markier doch mal vernünftig hier. Blut. So ist schon besser. Schon viel mehr Blut. Winchester, was ist hier? Pau. Ah, nicht schon wieder. Blab.
So, dicke Frau, das war dein Ende. Au, ich bin umgekippt. Nein. What the fuck? Ist auch nicht übertrieben oder so. Und den da hinten nochmal. Bitte. Yep. Pow, pow, pow. Pow, 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 pow. Aimbot 51. La 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 la. Blop. Und weg von ihm. Die mag ich nicht. Und diese billige Nutte auch nicht. Blop. Blop. Ich hasse diese schnellen Spackos. Habe ich schon 500 Mal erwähnt. Aber es ist einfach so. Warum gibt es ja auch so viele? Finger weg, böse Frau. Überall sind Zombies. Überall sind Zombies. Die machen wir weg, damit er explodieren kann in Ruhe. Wildmann. Wildmann. So, pau, pau. Der Ort ist bald gerettet. In 300 Jahren. Ungefähr. Los, töte ihn! Geht hoch. Kommt nur her, meine Freunde. Pau. Den markieren und den markieren und bam, bam. Ah, es leben noch zwei Untote hier. Untote, Tote, ne? Hey. Hey. Oh, ich bin so doof. Jetzt aber. Und der andere ist irgendwo da. Am Arsch der Welt. Nein, böse. Büffeltöter. Oh. So, das hätten wir gespeichert. Also, das hätten wir den Ort hier gerettet. Was sagt die Karte? Gerettet. Yay. Dann wollen wir unser Pferdchen holen. Unser kleines Pony. Und wir wollen weiter zum X. Ja, yep, hier bin ich richtig. Gut. Nochmal vernünftig. So. Wir müssen so vieles retten. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, ich muss gleich weg. Ich bin ein Portball. Was? Bin ich gar nicht? Los, schneller. Ah, schon wieder untot hier. Bam, bam. Einfach mit dem Pferd umbrechen. So muss das auch sein hier. Da hinten ist ja der Ort. Da hinten ist der Ort. Ohne Hoffnung. Ah, hier bin ich. Gute Talk. Raus aus meinem Haus. Hallo, ihr da. Ich bin hier, um euch zu retten. Ja! Das war's. Ich bin gestorben. Fresh Channel 20 ist jetzt offline. Nein. Moin, ich bin hier, um euch zu retten. Erneut. Hallo. Pam, pam. Oh, ich wechsle mal das Gewehr wieder. Ihn dahinter will ich töten. Genau den da. Weg. Ich paune euch alle kaputt. Erstmal ihn da, den Spucki-Spuck. Und ich wechsle wieder die Waffe. Ich treffe auch gar nicht ohne das gerade. Ah, der macht den Hinterangriff, was? Oh, what the fuck.
Der Dicke muss sterben. Lob und lob. Einer lebt noch. Umfallung auf dem Boden. Ah, ich bin so aufgeregt. Okay, nein. So. Henry Repeater Gewehr. Das ist das Henry Repeater Gewehr. Von Henry. Kennt ihr Henry? Dem gehört das Gewehr. Truhe. Dieser Ort wurde gerettet. Ah, schön. Ah. Wo können wir denn mal jetzt noch retten? Habe ich den nicht eben auch gerettet? Wird mir das nicht mehr angezeigt oder was? Gehen wir mal nochmal da in die Richtung. Zu da. Einfach mal so. Ganz random. Hä, aber ich habe den noch gerettet. Ich fühle mich verarscht. Los, Pony, hopp. So, reiten wir mal wieder in die Richtung. Immer woanders lang, wo, als wenn der Weg sagt, du musst da lang. Ich sag auch mal, ich will da lang. Ach, so schlau von mir. Ich will da wirklich mal eben nochmal lang. Einfach aus dem Grund, um zu gucken, ob das jetzt da wirklich nicht mehr ist. Weil ich hab's ja gerettet. Und wenn ich es gerettet habe, will ich auch, dass es da steht. Steht auch noch, ist gerettet. Ich fühle mich verarscht. Ja, ein bisschen doof ist das ja schon hier, ne? Runter glitschen. Au, ah! Du bist doch ein scheiß Pony. So. Ja, es wollte nicht hören. Hallo. Das mache ich nur mal so, wenn mir... Ist das nicht gutes Deutsch? La 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 la. Haus hier. Dann wollen wir mal den anderen Ort retten. Nicht den hier, sondern den hier. Dafür gehen wir mal nach Chuprazo, Chuparosa. Oder wie auch immer dieser Ort heißt. Chuparosa, Chuparosa, Chuparosa. Chuparosa, da. Da, da ist er. So, dann. Oh, strecken und dehnen und strecken. Nein, okay. Es ist einfach so, dass man, wenn hier ewig sitzt und zockt, dass man hier voll einrostet. Ah. Mein Handy. Lädt. Schön. Ah, Virgin, wir wollen weiter. Richtig Neues. Ich hoffe eins, dass auch mal was drauf hat. Ja, so ein untotes Kackding, ja. Sieht aber nicht so untot aus, oder? Doch. Ja, ich muss erstmal sehen. Oh, das ist ja untot. Ach ja, das ist untot. Es ist einfach so, dass untote Pferde nicht so cool sind wie echte Pferde. Weil echte Pferde echt sind. Bam! Weg mit dir, du kleine Köter-Dings da. Ojo del Diablo! Was, Diablo 3? Nein. Ach, einfach in die Richtung reiten, 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 Richtung, Richtung reiten, Richtung reiten. I wanna be daylight in your eyes. Okay, nein. So weit muss das gar nicht mehr sein, denke ich. Obwohl, doch. Nein, da hinten ist es. Da, da, da ist es. Gefunden. Guten Tag, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Viel zu weit geritten. Ich komme zu euch hoch, ja? Wäre das eine Idee? Guten Tag. Ja, kämpft mal ein bisschen. Es müssen hier nur Untote sein, das wäre heftig. Ah, da ist ja schon einer. Einen habe ich schon mal. Wow, das sind ja viele gewesen. Einen ganzen.
Wer willst du? Was sind die ganzen Untoten? Hallo! Wollt ihr mich verarschen? Spiel! Oh, da! Au! Ich hab sie gefunden! Ah! Die noch markieren und bam! Weg! Böser Zombie! Ohne Witz, der hat diese kleinen hässlichen Spacko-Teile. Weg! Weg! Du auch noch? So, den hätten wir. Weg! Weg! Oh Mann, jo! Jetzt kommen sie alle auf einmal, oder? Tack! Ah, untot, ja. Nur weil sie alle auf einmal gekommen sind jetzt. Boah! Das kotzt doch an. Feuerflasche. Nee. Sprengköder? Ja, dann nehmen wir Sprengköder. Halt da mal hin, Leute. Knuddel da mal ein bisschen. Yeah. Deutschland, nein. Pump Action Doppel-Ei. Rollen, Sprengen. Nehmen wir mal das. Du bist doof. Du auch. Ich will da runter. Way, morgen. Und weg, 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 weg. Oh, gegen die Wand. Ich bin ein Stuntman. Ich bin gar kein Zombie-Mörder. Ich bin Stuntman. Hey, nein. Hey, was geht ab? Nicht hier ankriechen. Oh, das ist ja so ein Kackteil gewesen. Blödmann. Nein, nicht hauen. So, töte die restlichen Überlebenden. Ey, nein, 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 nein. Du auch nicht. Blub. Ich mag euch nicht. Wirklich nicht. Blub. Wo sind die anderen beiden? Da kommen sie. Da waren sie. Ne, einer lebt noch. Jetzt nicht mehr. Doppel-Action-Revolver. Ja. Den und hätten wir auch gerettet. Dann speichere ich an der Stelle und würde sagen, wir, meine Freunde, sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Bis dann und tschüss.